Die Regierungen sind so mächtig, sie könnten tun, was immer sie wollen. Mit dem Schnips eines Fingers, oder können sie das nicht? Guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wo immer ihr seid, wann immer ihr seid. Danke, dass ihr meine Videos schaut. Mein Name ist DaVinci Jeremy, ich bin in the Pipe 555 hier in Dubai und ich hoffe, euch geht's gut. Heute werden wir darüber reden, dass die Regierungen nicht gleich Gott sind, weil sie können nicht einfach mit einem Fingerschnipsen Bitcoin aufhalten. Sie drücken einfach nur einen Knopf und Bitcoin ist verschwunden. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es ist einfach nur, das ist einfach nur schwachsinnig. Jedes Mal, wenn ich höre, dass irgendjemand sagt, das wird nicht funktionieren, weil die Regierungen das einfach nur verbieten. Aber Leute, ich werde euch was erzählen, der Grund, warum ich diese Sendung heute mache, ist aus dem Grund, ich habe eine Nachricht bekommen in meiner privaten Gruppe und ich werde das euch vorlesen. Und ich werde diese Frage beantworten. Ich habe das schon in einem privaten Video für diese Person beantwortet. Also wenn ihr meiner privaten Gruppe beitreten wollt, wo ich auch private Videos mache für euch und Fragen beantworte, geht rüber zu davincij15.com. Also, hallo DaVinci. Ich habe eine generelle Frage, wo bis jetzt noch niemand drüber redet, aber was ein wirklich großes Problem wird. Wenn die Regierungen auf der ganzen Welt CBDCs implementieren, dann haben sie zu 100% Kontrolle. Okay? Also wie werden wir dann in der Zukunft die Möglichkeit haben, Kryptowährungen gegen legale Zahlungsmittel zu tauschen? Wenn sie zum Beispiel den Tausch zwischen Bitcoin und legalen Zahlungsmitteln wie den Fedcoin verhindern. Das würde natürlich beinhalten, dass die Regierung die volle Kontrolle von jedem Gesetz haben, was sie erstellen, um dir zu sagen, was du tun musst, dann haben die Kontrolle. Sie können dir sagen, was du tun musst und du musst es tun. Das stimmt nicht ganz. Und woher weiß ich das? Weil wenn du dir das anschaust, wie zum Beispiel, es gibt auch Methoden, dass du Geld transferieren kannst, nicht durchs Bankensystem, überall auf der ganzen Welt, und das nennt sich Hawala. Und das ist nur eine von mehreren. Ich habe das gegoogelt, wie viel Trade wird durchgeführt durch Hawala. Das ist natürlich nur geschätzt, dass 10 Milliarden an Wert durch Hawala transferiert wird, jährlich. Und das ist nur in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und das gibt es überall. In Amerika, Kanada, überall. Aber dann gibt es natürlich den legalen Waffenhandel, was bei 112 Milliarden im Jahr ist, im Jahr 2020. Und dann natürlich den Drogenhandel zwischen 426 und 652 Milliarden im Jahr allein. Und dann natürlich mein Lieblings, Geldwäsche. Ist euch hier aufgefallen, dass die Regierungen sagen, wir machen das, um AML, um Geldwäsche zu verhindern? Geldwäsche liegt zwischen 800 Milliarden und 2 Billionen im Jahr. Okay, also, wenn wir hierhin zurückgehen, das setzt voraus, dass wenn die Regierung dieses Gesetz erstellt, das dich daran hindert, Bitcoin zu benutzen, dass keiner es benutzt. Oh mein Gott, Entschuldigung Joe, ich lache dich nicht aus. Es geht mir einfach nur um diese generelle Frage, um diese Annahme, dass die Regierung die Macht über uns hat. Also. Und dann gibt es natürlich Leute, die sagen, ich werde das Gesetz nicht brechen. Ja, das ist in Ordnung. Ihr könnt das tun. Aber wisst ihr, ihr verletzt niemanden, indem ihr ein Asset hält, was sich Bitcoin nennt, und es tradet mit irgendjemand anders? Das ist in Ordnung. Andere Leute werden es tun. Ich meine, glaubst du, dass es fair ist, dass Venezuela und alle, die da leben, das Gesetz folgen müssen und die lokale Währung akzeptieren, Boulevards und Trillionen von Dollar akzeptieren müssen für den Verkauf ihres Hauses? Höchstwahrscheinlich nicht. Also wo ist der Unterschied?
Und warum regen sich die Leute immer so auf? Also, wenn wir weitermachen mit dieser Frage, wenn die Regierungen auf der ganzen Welt es darauf abzielen, die totale Kontrolle über die Bevölkerung zu erreichen durch CBDCs, dann würden sie einfach Kryptotausch zwischen Krypto und CBDCs verbieten in dem Code und dann wäre es niemandem möglich, selbst wenn sie es wollten. Sie können Bitcoin nicht aufhalten, aber sie brauchen das eigentlich nicht. Also, das Problem ist, wenn sie natürlich ein CBDC erstellen, was etwas nicht kaufen kann, das würde einfach nur signalisieren und den Leuten zeigen, warte mal, du hast keine Kontrolle über dein Reichtum. Vielleicht willst du ein eigenes Geschäft führen, was Bitcoin akzeptiert, direkt und das Risiko eingehen als Firma, dass du in den Knast gehst, weil hey, als erstes, du hast ein Asset, was weiterhin seinen Wert hält, weil Bitcoin wird es noch geben, selbst mit diesen Gesetzen, oder? Und aus dem Grund kannst du entweder die Bitcoin akzeptieren für das Asset, für die CBDCs, oder du kannst weiterhin leiden unter den CBDCs und völlig kontrolliert bist, was du kaufen und verkaufen kannst. Also andere Leute werden Ware verkaufen in Bitcoin, vielleicht muss es unter dem Tisch stattfinden, aber das werden sie tun. Und entweder machst du da mit, oder du wirst leiden und nicht den Reichtum erzielen und diese Möglichkeiten wie die Leute, die es tun. Und irgendwann werden die Regierungen das ändern, weil sie natürlich an das Geld ran wollen. Also wie willst du irgendwas kaufen, Ware oder Häuser, wenn das nicht legales Zahlungsmittel ist? Ich habe das schon erwähnt, dass die Leute das trotzdem akzeptieren. Und zum Beispiel auch in Ländern, wo der Dollar nicht erlaubt ist. Wenn du keine Immobilien und so weiter mit Bitcoin direkt kaufen kannst, sondern nur mit CBDCs, wie kannst du handeln? Meiner Meinung nach ist die Antwort, das kann man nicht. Okay, das stimmt nicht. Weil wie gesagt, es wird Leute geben, mit denen du handeln kannst. Lass uns davon ausgehen, du lebst in der Welt, ich bin einfach nur ein kleiner Typ, der von 9 bis 5 arbeitet und ich werde nur CBDCs erhalten. Aber dann mach es doch nicht. Oder verdien selber Geld, sei selbstständig und verdien dein eigenes Geld. Wie wär's damit? Und dann kann ich es nur ausgeben, was immer die Regierung sagt. Ja, aber dann mach es doch nicht. In einer Welt mit CBDCs werden wir nicht die Möglichkeit haben, unsere Bitcoin oder Krypto generell zu tauschen mit anderen Sachen, mit Ware. Ich meine, ja, man kann nicht sagen, jetzt gerade kann man nicht sagen, dass die Leute nicht illegale Sachen kaufen. Das kann man nicht sagen. Du kannst nicht sagen, dass die Leute nicht das kaufen wollen, was sie wollen, weil es illegal ist. Das stimmt nicht. Sie machen das trotzdem. Und solange es Bitcoin gibt, werden die Leute das weiterhin tun. Also, du kannst entweder dich in die Linie stellen und der Regierung folgen oder auch nicht. Das liegt an dir. Ich weiß, ich werde es nicht tun. Oder verpasse ich hier etwas? Ja, du verpasst, dass du eine Wahl hast. Aber wenn du glaubst, du hast keine Wahl, aber wusstest du, dass wir sogar mehr sind als die Regierung? Die Leute, die das nicht folgen wollen, wusstest du, dass mehr Leute sich nicht impfen lassen wollten, als die Leute, die sich impfen lassen wollten? Hast du mal darüber nachgedacht? Höchstwahrscheinlich nicht. Also, vielleicht solltest du uns deine ehrliche Meinung sagen? Ja, das glaube ich, habe ich gerade getan. Wie kannst du so sicher sein, dass Bitcoin oder Krypto
eine Zukunft haben in so einem Umfang, wenn das Böse sich gerade direkt vor unseren Augen entwickelt. Ganz einfach, weil du keine Technologie aufhalten kannst, dessen Zeit gekommen ist. Wir haben das immer und immer wieder gesehen und immer wieder. Wir haben gesehen, dass Technologie, wie zum Beispiel, als es die Gutenberg-Presse gab, das wollten sie nicht. Oder zum Beispiel Schießpulver. Das war unfair. Das war ein unfairer Kampf. Und schau dir jetzt an. Also, ja. Sie können es nicht aufhalten. Oh, ich kann mich dann erinnern, als das Auto entwickelt wurde, haben die Briten das verhindert mit irgendwelchen komischen Gesetzen. Und deswegen fährt jetzt in England niemand Auto. Oh mein Gott. Also, es ist ganz klar, Bitcoin kann man nicht aufhalten oder Kryptowährung. Es ist hier, um zu bleiben. Und es liegt an dir, es liegt wirklich an dir, ob du entweder mit der Regierung leben möchtest oder auch nicht. Und es liegt an dir, entscheide dich für eine Richtung.